Servus Leute, heute bei Mercer's Hockey School zeige ich euch den Toe Drag. Ist mein Lieblingsmove. Ist ein sehr wichtiger Move. Jede gute Spieler muss den Toe Drag drauf haben. Auf geht's! Scheibe zurückgezogen habe, häufig schlagen Spieler die Scheibe an Gegner vorbei und verlieren dabei die Kontrolle. Man muss denken, als ob es Klebe auf dem Schlägerblatt gibt. Wir wollen immer, dass die Scheibe auf unser Schlägerblatt kleben bleibt, wenn wir vorbeiziehen. Den dritten Fehler ist es, wenn wir die Scheibe nach vorne schieben, um uns auf den Move vorzubereiten, dass wir auch hier die Scheibe versuchen zu schlagen, erwischen es nicht richtig und verlieren dabei die Scheibe. Man muss überlegen, das ist also, wenn ich mich für den Move vorbereite, ich einen Pass abfedere mit meiner Schlägerspitze. Sobald ich sie abgefedert habe, habe ich Kontrolle und ziehe es dann vorbei. Ich habe meistens genügend Zeit beim Toe Drag, hier kurz abzufedern und vorbeizuziehen. Und nicht nach vorne schieben, schlagen und die Kontrolle verlieren. Ich zeige euch, wie es ausschaut, wenn man ein bisschen mehr Schwung hat und man eine Reife oder so ein Schlägeteil üben kann. Wichtig dabei ist, man kommt nah dran, man droht vorbei zu kommen und von hier macht man dann seinen Move. Wenn ich den Ton hier ausführe, dann ist es wunderschön, aber der Verteidiger wird im Spiel immer noch vor mir stehen. Zweitens, schau ein bisschen auf den Bein rein, wenn ich die Scheibe zurückziehe, dann kommt mein rechtes Bein, ich als Reckschütz, mein rechtes Bein auch zurück, damit ich die Scheibe auch nach hinten ziehen kann. Jetzt zeigt uns erster Mannschaftsspieler Mika Reude, wie den Toe Drag ausschaut, wenn man eine Linksschütz ist. Er kommt von der Seite, geht ihn ran, zieht vorbei. So Leute, das war's für den Toe Drag bei Mercer's Hockey School. Danke Mika und Anton für eure Hilfe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben.